So, einen wunderschönen guten Tag. Moin, lieber Master. Wir sind gerade noch mitten in den technischen Vorbereitungsschwierigkeiten, wie immer. Ich habe schon wieder die ganze Woche Formel 1 gespielt, problemlos, und eben wollte mein Lenkrad mal wieder nicht. So, also Freunde, erstmal willkommen im Chat. Schön, dass ihr da seid. Heute 4. Community GP, es geht nach China. Olxum hat noch Probleme mit seiner Technik. Ich weiß gar nicht, was Leute falsch machen, dass die Technik nicht läuft. Ich hatte noch nie Probleme damit. Mann! Dreckstechnik! Och, komm schon! Ich hasse Technik! Was ist eigentlich für ein Schnörres, Diggi? Ich hab mich rasiert. Aber hast du was vergessen? Was zum Fick, wie siehst du denn im Gesicht aus? Geil, ja, soll ich dich wegbannen? So, wir gehen erstmal die Teams durch, pass auf. Also, wen haben wir denn am Start hier? Team Mercedes, diesmal ganz neu besetzt. Zwei Frischlinge, Till und Leobo machen Team Mercedes, zwei Neueinsteiger im schnellsten Auto. DC rutscht dadurch hoch in den Red Bull, aber der hat ja auch viel trainiert. Dann haben wir Lerone und Stefan. Stefan war, glaube ich, in Australien auch schon mal dabei. Im Ferrari. Yannick sitzt im McLaren mit Olsen, wobei Olsen gerade noch Technikprobleme hat. Dann haben wir den Nils mit mir im Renault. Das ist relativ lustig, weil ich jetzt ein besseres Auto habe, obwohl ich letztes Mal das stärkste Rennen bisher hatte. Dadurch, dass wir starke Neueinsteiger haben. Tekro ist mit dem Bonky im Racing Point. Woo! Scorpion mit einem Neueinsteiger im Alpha Tauri. Baldur ist zum ersten Mal dabei. Grider und Olinator waren ja schon öfter dabei. Die sitzen im Alpha. Mal gucken, was da so geht. Ja. Der Haas geht an Galdir. Der Perry mit dabei hat noch einen Neueinsteiger. Leo, danke dir, mein Schatz. Und Sly und Flash. Ja, wie immer in Williams hier, Flash natürlich. Hat in drei Rennen bisher im Durchschnitt 25,33 Punkte geholt. Der Bart steht dir, danke, weiß ich. Wir wollen mal eine Abstimmung machen. Ob der Bart sexy ist? Ich will ein klares Ergebnis sehen, sonst werden die Leute weggebannt. Das wird ein sehr klares Ergebnis. Was ist das denn für eine gescampte Umfrage? Das sind ja nur positive Antworten. Ich würde sagen, wo ist denn bitte irgendwie... Moment, ich brauche einen Eimer oder sowas. Warum hat Supergeil nur eine Stimme? Kann man da mal bitte jetzt hier... welcher Bart hat gewonnen mit 48%? Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Wir haben die Kurven jetzt auf streng stehen, also wir müssen noch ein bisschen mehr aufpassen mit dem Corner-Cutten. Und die Sache, die natürlich für am meisten Chaos sagen könnte, ist, dass wir Safety-Car annahmen heute, testweise mal. So. Fängt ja gut an, Training im Regen. Ja, Mann, ich sehe mich da. Der Regentanz hat funktioniert. Und im Rennenregen. Ist euer Scheiß. Es war so gut los. Es war so klar, wenn ich dabei bin, dass es Regen gibt. Das wird halt wild. Also vorne, wir haben ja jetzt zum ersten Mal, im vierten Rennen haben wir zum ersten Mal jetzt das Wetter nicht auf wolkenlos, sondern auf dynamisch. Das heißt, es hätte auch sein können, dass alles wolkenlos ist. Aber wenn ich dabei bin, ist natürlich klar, was passiert. Stark Regen am Rennanfang und gegen Ende wird es dann immer weniger. Also das wird schon direkt im ersten Rennen, wo wir dynamisches Wetter haben, wird es schon direkt sehr interessant werden. Ich freue mich, bin mal gespannt. Man hätte Wetten abschließen sollen, ne? So, ich fahre jetzt noch eine Runde mit Harten, aber es ist halt schon, man hat jetzt schon die Tropfen auf der Scheibe vorne und so. Das heißt, hier wird eh nicht mehr viel gehen jetzt. Kann man gleich schon wechseln auf Winters. Später, das ist selbst mit Intermediate übelst rutschig. Ja, da ist der erste Flügel auch schon weg. Okay, also mit Trockenreifen rauszufahren hat keinen Sinn mehr, ich merke es jetzt schon. Wahrscheinlich habe ich den ersten Flügel der Session zerstört. Ich sitze heute zum ersten Mal im Renault. Ich war jetzt zweimal im Alpha Tauri und einmal im McLaren. Das war ja schon mal eine erfolgreiche Runde. Rausgefahren, nach zwei Kurven den Flügel rot und wieder rein in die Box. Ich meine, das ist aber auch genau das, was wir meinten. Jetzt mit Safety Car, Kurven streng und wetterdynamisch, vor allem jetzt mit Starkregen, kann halt alles passieren. Also auch ein Flash kann sich mal rausdrehen, wobei, ja, aber... Also grundsätzlich ist halt jetzt nicht mehr so klar, was abgeht, weil, ne... Ja, aber es regnet nicht stark genug und die halten ihn trocknet ab, also... Gerade ein bisschen Poker. Ist halt genau so ein Zwischending. So ein bisschen leichter Regen, aber nicht genug für Inters. Und mit den Softs fährt sich eklig. Also ist halt genau so ein Mischding jetzt gerade. Intermediates fahren sich auch eklig. Ja, in den Bedingungen fährt sich leider alles eklig. Das ist das Problem. Am besten bist du gerade mit den weichen Reifen aufgestellt. Mit den Mediums oder den Softs. Ja, ich habe jetzt auch Mediums drauf. Passende Farbe zum Auto. Ja. Immer diese Inters-Fahrer auf trocken. Boah, der Renault zieht aber ganz gut am Haas hier. Hoi, hoi, hoi. Ja, ich hab ja auch ein scheiß Auto. Man merkt echt, wie die Leute alle besser werden. Yannick auch gestern. Ich bin teilweise gestern an Yannick nicht rangekommen. Lerone war richtig flott unterwegs gestern. Also die Leute werden echt alle besser. Nils mit der schnellsten Runde. Und der sagt mir noch, er wäre nicht gut gebalanced hier. Ich krieg die Gipsen hier. Bin ich auch nicht. Mann, ey. Ist hier bloß Training. Gerade mit dem Starkregen bin ich mal super gespannt, wer von den Leuten auch im Regen gut performt und wer da vielleicht eher nachlässt.
Oder vielleicht plötzlich irgendwer hat dann seine Time to Shine, so, weißt du? Der sonst eher im Mittelfeld ist und plötzlich vorne mitfährt oder so, weil er Regen besonders gut kann. Das erste, was ich auch schon mal sehr interessant finde, ist, dass unser Neuling Till im Mercedes die schnellste Runde fährt aktuell. Ja, ja. Wenn ich natürlich feststellen sollte, dass sich Leute absichtlich falsch informativ bessere Autos als Snacked haben, dann sind die natürlich dauerhaft ausgeschlossen, Anna. Galdi aktuell noch recht langsam unterwegs. Danke. Du hast schon das Auto mit mehr Abtrieb und das Ding will einfach nicht um diese scheiß Kurven rum. Sind die Autos nicht alle gleich? Nee, bei uns sind die auf realistisch gestellt. Es gibt ein Balance of Performance bei uns. Die krassesten Fahrer kriegen das langsamste Auto und andersrum. So, das war die erste Training-Session. Till im Mercedes, die schnellste Runde. Wie gesagt, müssen wir mal beobachten, was da los ist. Nils vor mir, wo haben wir den Galdi eigentlich? Da muss ich aber weit scrollen, auf der 18. Also die Haas sind da, wo sie hingehören. Dizzy und McLaren auch nicht so richtig auf Tempo. Tecro auch relativ schwach hinten. Grider 13, der kann eigentlich auch mehr, aber vielleicht sind sie auch noch alle nicht so ans Limit gegangen. Müssen wir mal gucken. So, Qualifying. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist am Anfang trocken und es könnte Regen kommen später. Das heißt, man muss relativ flott seine Runde wahrscheinlich schaffen. Jetzt gehen schon die ersten strategischen Überlegungen bei den Leuten los. Nimmt man das Vierer, um eine gute Quali-Zeit zu kriegen? Nimmt man vielleicht das Zweier für den Starkregen? Wobei, der Himmel ist komplett blau gerade. Wetterbericht. Das komplette Quali ist trocken. Ja. Eben sah es aus wie trocken. Ja, großartig, wenn das Regen dann, wenn das Rennen dann auch einfach trocken ist. Bei dem blauen Himmel würde es mich jetzt schon wundern, wenn in 15 Minuten plötzlich Starkregen auf der Strecke ist. Jetzt versuchen wir mal eine Runde zu knattern hier. Ich mag das immer nicht ohne Delta zu fahren. Ich brauche immer den Vergleich oben. Um zu wissen, ob ich jetzt schnell genug bin oder nicht. Olinato auf jeden Fall schon mal schneller als Flash. Grider schneller. Okay, wir sind zwischen Flash und Scorpion gelandet. Jetzt aktuell. Rally hinter mir ist aber nochmal schneller. Till fährt die schnellste Runde, okay. Da passt die BOP nicht so gut. Naja, Delfin bei 9 Leuten, da wird es ja nach der ungefähren Erfahrung und was die sagen, auf ihre Easy fahren und so weiter eingestellt. Und wenn Till mir sagt, er fährt Karriere auf 60, dann sitzt er halt erstmal Mercedes. Wenn er natürlich jetzt hier mit großem Abstand auf die 1 fährt, dann war ja offensichtlich da irgendwas falsch an der Info. Ich sehe mich schon wieder halt im hinteren Top-10-Bereich, was natürlich dann wieder kacke ist. Wenn ich wieder 9 oder so, das wäre halt wieder... 11 wäre doch mal ein Start. Wobei ist es mit den Reifen jetzt eh Wurst, wenn wir im Regen starten, ne? Ja, dann weiter vorne besser. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir ja jetzt Regen dann haben. Alter Schwede. Alarm! Alarm! Aktuell bin ich P8. Bestzeit in Sektor 1. Okay, das ist natürlich... Chef sagt, es gibt gleich Regen. Also doch! 15 Minuten. Das hat er mir nicht gesagt, er hat nur gesagt, es gibt gleich Regen.
geil. Ach, wer stand denn da so blöd? Ah, das hat mich jetzt 0,2 Sekunden gekostet, dass der da so irritierend drin und her gefahren ist. Bestzeit Sektor 1, aber da stand gerade irgendwer so komisch in der letzten Kurve da. Haben wir nochmal 0,2 verloren jetzt. Schade. Das war Techro, der von der Strecke abkam und versucht da Platz zu machen. Aber der stand halt genau im Apex, Mann. In der letzten Kurve. Ach Mann, ja. Passiert. Also, Till auf der 1, Grider ja. auf der 2, Liobo auf der 3, Williams auf der 4 mit Flash. Wir sind auf der 7, also da, wo ich meistens bin. Nils im gleichen Auto auf der 12. Startest du mit Interskalier? Natürlich. Roger. Ich gehe nicht den Gamble auf Dingens auf Wetz. Naja, nee. Wenn das Spiel sagt Intermediate, wird es schon passen. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Ziel ist direkt mal die AI für sich fahren. Vergiss nicht auch die Bremsen aufzuwärmen. Ach, es wird so wild gleich hier am Start. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist was ja hier Vorteil, in der Einführungsrunde wild. Ja, Jungs, Nils, du bist super. Ja, ich wäre fast Bongi hinten drauf gefahren. Wie viele stehen jetzt am Start, weil du da hinten auf der Strecke standst? 5 oder 6. Alle mit kalten Reifen. Super, Nils. Props gehen raus an den Renault-Fahrer. Ich glaube, wir müssen mal die Renaults hier abschießen. Ey, nicht mich mit ins Boot schmeißen. Doch, doch, du auch. Ich bin unschuldig. Also was für einen krassen Vorteil man hat, wenn man jetzt vorne starten kann, ne? Der Regen lässt jetzt nach, aber es dauert noch ein bisschen, bis die Strecke trocknet. Intermediates passen gerade am besten. Es dauert noch ein bisschen, bis die Strecke trocknet, sagt er. Noch sieht es ziemlich nach Regen aus, Schatzi. So, wir starten auf der 7. Wir haben um uns rum hier Scorpion, C, Rally, Olli. Ich hoffe einfach, dass die Leute alle den Start überleben, ey. Wir, du packst jetzt noch mal in der Kurve. Viel Erfolg euch. Danke, gleichfalls. Danke ebenso. Oder so wie C in der Startaufstellung parken. Da sieht man die Traktionskontrollenfahrer. Ja. Oh, hier fliegen Flügel. Oh, hier fliegen Flügel. Naja, die ersten Teile. Da steht auch schon einer quer. Uah. Da sind schon die ersten paar weggedreht. Alle Gaming schneller. Nee, ich habe Leute in meiner. Ich habe nicht hier parken. Ja, ich soll ich durch Bunky durchfahren oder was? Ja, bitte. Das ist ein absolutes Chaos hier, ey. Oh, fuck, Alter. Das rutsche ich. Dave würde jetzt sagen, bei dem Regen fühlen sich die Hinters richtig wohl, da fährt sich's schön. Ist korrekt. Mittlerweile glaube ich nicht, dass das Hinterwetter ist. Das ist schon an der Grenze wahrscheinlich. Erstaunlicherweise steht oben aber immer noch 20. Also es ist tatsächlich kein Totalschaden in der ersten Kurve passiert. Hat er sich an der ersten Kurve rausgedreht oder warum überholt er mich gerade? Es gab auf jeden Fall Kontakte. Ich glaube, Olli hat auch einen Flügel verloren direkt. Das ist halt das, was ich meinte. Mit wetterdynamisch kann alles passieren jetzt. Saintsaw, moin. 13 Monate schon rum, aber nie langweilig. Ich sehe mich jetzt immer noch weiter so. 3. Ah, er weicht direkt aus, ist gut. Das klappt. Ja. Nein, das safe and sorry. Alles gut. Saints, auf vielen, vielen Dank, Mann. Oh, keine Frage. Okay, ich habe die erste Runde überlebt. Das ist sehr gut. Darum geht's basically. Die Leute, die es jetzt schaffen, ihre Runden runterzuspulen ohne Dreher und so, die haben eher einen Vorteil gegenüber denen, die vielleicht schneller sind, aber sich gleich drehen noch. Alter, ich werde hier von einem nach dem anderen überholt, das ist unglaublich. Hast du einen Schaden denn, oder? Nein, ich bin einfach nur beschissen in dem fucking Auto. Sind die Leute mit den Fahrhilfen? Hast du auch einen lilanen Sektor 1, Nils? Nee. Nein, ich dachte, ob vielleicht die Strecke jetzt schon wieder schneller wird und jeder wieder lila Sektoren hat halt. Ey, in der zweiten Runde hat jeder lila Sektoren eigentlich. Weil das die erste schnelle Runde ist. Also mein zweiter Sektor ist nur grün zum Beispiel. Da
dann ist da jemand anderes der Schnellste. Siehst du, also hat nicht jeder lila Sektoren. Oh, da habe ich mehr reingestochen, als ich wollte. Rally hat sich rausgedreht. Da ist wieder ein Platz frei für uns. Nils, kannst du vorbeifahren? Nein, das glaube ich nicht, dass ich da vorbeifahren kann. Wo denn? Ist schon. Achso, ja, nice. Der hat sich rausgedreht einfach, das meinte ich. Was ist denn das hier hinter mir dabei? So muss ich sagen, Ehre an Bonky an der Stelle, weil der hat nämlich gemerkt, dass ich mich ein bisschen verbremst habe und hat ein bisschen Platz gemacht. Ach, schnell, hat er gut schnell, reagiert. Schnell. Besonnen und rücksichtsvoll. Sehr gut. Das war eine Divebomb, ja, das war aber eine ungewollte Divebomb. So, ich wollte da nicht reinballern in der Mitte, das war nur das zu spät gebremst. Das sagen so Divebomber immer. So wie meine Divebomb gegen Galdi letztes Mal. Oh, vorletztes Mal. Richtig. Wetterbericht. Wetterbericht. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Das ist schön, dass Intermediates die schnellsten Reifen sind. Das war nicht die Frage. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Diese scheiß Schneckenkurve, sobald du hochschaltest, ist das Auto weg. Ja, Tokyo Drift, beziehungsweise Shanghai Drift, ja. Ist schon wirklich noch sehr rutschig. Mein Nils, du fährst mit Fahrhilfen, oder? Ja, ja. Welche hast du so Anteilsungskontrolle, mittel oder voll? Nee, mittel. Und geht gut, oder? Ach, das Auto, du musst ja trotzdem total aufpassen, der geht sonst komplett quer. Also ich drehe mich jede Kurve raus, wenn ich Gas geben würde, richtig. Muss halt schon auch... Ja auch schon am Gas ein bisschen vorsichtig sein. La. Spinala. Schnellster Sektor 3, okay. Regen wird auch langsam weniger gefühlt. Fahrlinie wird auch immer trockener. Aber das wird noch einige Runden Inters sein jetzt hier. Aber nochmal frische Inters. Ja, wie lange kann man die Inters fahren? Ab wann müsste man sich frische Inters holen, Galdi? Wie viele Runden ungefähr? 14. Genau Hälfte. Aber ich glaube, ja, wenn ein komplettes Rennen wäre. Aber wie lange kann man die fahren? Tisch könntest du, glaube ich, sogar durchfahren mit denen. Oder verlierst du zu viel Zeit hinterher? Die Frage ist ja nur, wenn es abtrocknet irgendwann, willst du ja nicht zweimal Inters fahren, sondern einmal Inters und dann trockene. Ich habe auch auf der Kragen keine Chance, am Flash dran zu bleiben. Ja. An Flash solltest du auch nicht dranbleiben. Ja, aber zumindest auf der Geraden. Okay, es wird auf jeden Fall langsam Runde für Runde schneller. Laut Radar haben wir bald wieder wolkenlosen Himmel. Noch ungefähr 10 Minuten... Wolkenlosen Himmel, sagt er. Laut Radar haben wir bald wieder wolkenlosen Himmel. Nicht der Regen hört auf, sondern wolkenlosen Himmel. In 10 Minuten, sagt er. Das will ich sehen, wie in 10 Minuten die Sonne scheint. Sly, ich biete dir einen Deal an. Du lässt mich vorbei und ich halte Nils so lange auf, dass du den auch noch überholen kannst. Das wird nicht nötig sein. Ich muss sagen, gestern in den Open Lobbys hatten wir echt viele Safety Cars. Jetzt haben wir hier im Community GP haben wir jetzt hier starken Regen gehabt am Anfang und nicht ein Safety Car bisher. Also ich habe es gestern noch gesagt, hier sind halt einfach die vernünftigeren Leute auch dabei
Und hier geben die Leute auch nochmal mehr Acht als in so Open Lobbys natürlich. Monkey kann leider dranbleiben bisher. Was für Zusammenfassung von Windows Defender. Fick dich, raus aus meinem Bild. Gleich sagt er mir noch, der PC wird neu gestartet. Oh ja, bitte. Oh, so, Ali, moin. Also wenn es so bleibt. Jungs, ich würde gerne mehr auf den Chat eingehen. Es ist nur im Regen echt schwierig. Ich muss mich voll konzentrieren. Nee, brauchst du nicht. Fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mitfiebert. Hab euch alle ganz so lieb, aber ich muss Grüße konzentrieren. Grüße gehen raus an Waffeltoaster und Nano. Also ich bin dafür, dass du in den Kurven in den Chat guckst. Was mit deinem Schnurrbart passiert? Wieso? Der ist sexy. Wetterbericht. Du machst das gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten noch. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. 10 Minuten Regen noch? Okay. Immer noch. Das waren vor 10 Minuten schon 10 Minuten. Echt mal. Schnellste Runde, nice. Ich sitze im falschen Auto. Oh, Techrod ist ja schon aufgegeben, okay. Anscheinend zu viel Bremsprobleme. Oh, oh, Safety Car oder kein Safety Car? Ja, aber was ist denn, wenn Safety Car dann rein oder was? Ja, selbst entscheiden. Ja, hey, du bist doch mein Strategieexperte. In erster Linie bin ich in einem anderen Team. Ja, trotzdem mein Strategieexperte, was soll das denn jetzt hier? Ich feuer dich. Wann denn? Posten, ist das Rot, ich habe. Nee, jetzt bleib hier. Marco, hau ab da, mache dich fort. So, wir kommen jetzt immer näher an Scorpion ran. Das finde ich ja schon sehr schön. So, mein Lenker hat das Comet aufgegeben jetzt. Ich bin raus damit. Alles klar, es tut mir natürlich leid für dich. Ja, bei schön, dass du es trotzdem versucht hast, aber. Ja, ja. Scorpion auf jeden Fall sichtlich am Struggeln im Regen. Meine Fresse. Marco, verschwinde. Ich räum dich ab, ich sag's dir. Bleib einfach hinter mir, das ist alles gut. Jetzt haben wir natürlich den Nachteil, dass wir die ganze Zeit seine Gischt in der Fresse haben. Oh, damit fährt sich sehr unangenehm. Das kann ich dir nicht empfehlen. Dirty Air und Regen ist tödlich. Ach. Ja, aber was soll ich machen, ne? Aufgeben. Und jetzt sag nicht überholen. Wäre halt schon sweet, an Scorpion vorbeizukommen, aber ich sehe da noch nicht die Chance. Alter Schwede, was ist denn jetzt hier? Sei vorsichtig, was bremst der sich denn in den Grip verlieren wirst. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. In Kürze ist es wieder trocken, sagt Jeff. Und das Boxenstoppfenster ist offen. Aber das jetzt ist halt wieder genau diese Situation. Du willst eigentlich nicht nochmal Inters holen, aber wenn der Regen sich noch ein bisschen hält, hast du irgendwann richtig alte Inters drauf. Das ist wieder so eine richtig unangenehme Situation jetzt. Inter sind jetzt schon alt. Zustand der Reifen. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Also selbst wenn wir Scorpion jetzt nicht abgehangen kriegen, hat er jetzt zumindest die Dirty Air. Und nicht mehr ich. Zweiten Sektor ist aufgehört zu regnen. Ja, es wird langsam. Okay. Ja, ein, zwei Runden komme ich vielleicht mit den Reifen auch noch. Dass wir dann trocken fahren können. Direkt. Geht man dann auf gelbe gleich, wenn trocken? Ja, ne? Ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Oder?
Was meint ihr? Rote sind wahrscheinlich, halten es nicht durch. Gelb müsste gehen, oder? Chat, was meint ihr, wenn wir in ein paar Runden rein müssen auf Trockene? Wir sind jetzt auf 14 von 28 Runden. Mindestens noch einen, ja, mehr noch. Ich habe ja mit Dave letztens, Dave ist noch 5 Runden gefahren, als der Chat schon meinte reingehen. Wir bleiben auf jeden Fall noch draußen, aber die Frage ist halt, wenn Trockenreifen, dann was für Trockenreifen? Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Intermediates passen gerade am besten. Intermediates passen gerade am besten, ja. Bin mal gespannt, wann der erste reingeht auf Trockenreifen. Wir raten dir, auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ja, die meinst du, Gelb geht durch? Geil, ja? Scheiße. Ich hatte gerade Hoffnung, weil der mir in der vorletzten Kurve gesagt hat, alternative Strategie. Das war immer noch die falsche Strategie. Oh nein, es wäre die richtige gewesen. Scheiße. Wolltest du rein jetzt, oder was? Definitiv. Ich hätte reingehen müssen. Scheiße. Auf Trockene schon? Ja. Jetzt der Zeitpunkt eigentlich diese Runde. Auch schon zu spät. Ich hätte reingehen. Ich hätte mal einfach mal auf Jeff fahren sollen. Ja, da ist. Oh ja, okay. Oh, fuck. Nils, ich gehe natürlich rein, ne? Ja, du bist weit genug vor mir, das ist kein Problem. Ich fahre dann auch gleich. Ich hatte auch überlegt, gehst du jetzt oder fährst du doch noch eine Runde? Und dann bin ich noch eine Runde gefahren, ich Idiot. Alter. Aber Gallier, Gelb? Ja. Ja, das ne? Noch 12 Runden, ne? Geh mir nicht auf den Sack mit deiner Alternative. Meinst du, ich kann den Vettel machen und in der Boxeneinfahrt überholen? 53% haben die. Boah, ich hätte so einen geilen Vorteil gehabt. Yes. Wenn man den Abtrieb verhindert, tauschen die dann den Flügel aus? Nein. Kostet das extra Zeit? Nein. Ja. Den Abtrieb verhindern kostet keine Zeit. Team Kollege in der Boxen, das ja, das schafft es locker. Die Reifen sind so gut wie am Ende, ja, danke. Jetzt müssen halt alle in die Box. Ich hoffe, Pirre ist raus. Los, wenn ich da muss nicht warten, weil ein Alpha Tauri reingefahren ist. Das ist natürlich unlucky. Box. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Boah, das wird jetzt ekelhaft am Anfang, glaube ich. Pirre sei raus. Entschuldigung, raus. Ja, das sagt bei der Box aber nichts. Sei weg. Guck, sie vergeigen es nämlich. Die haben es vergeigt. 2 Sekunden verloren. Das ist natürlich viel, dann schätze ich. 3,9 Sekunden, was ist mit denen? Ja, okay, die sind jetzt schon deutlich besser. Doch schnell trocken auf so einer Strecke war. Der rote Schraubenschlüssel heißt, dass der Teamkollege in der Boxengasse ist. Es sind natürlich jetzt noch viele Runden. Die Leute, die jetzt vielleicht das Vierer-Setup gewählt haben, haben natürlich jetzt gleich nur ihre Time to Shine, ne? Das könnte halt nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen jetzt. Ich bin mal gespannt. Will ich denn immer noch 10, das ist schon mal gut. Da so ziemlich jeder in der Box war, dürfte sich an den Platzierungen nicht so viel getan haben. Außer man musste Flügel tauschen oder so vielleicht. Kommt halt drauf an, wann du in der Box war. Wäre ich reingegangen, wäre die mit Sicherheit noch gut Zeit auf Bonky gut gemacht.
Hat's überlegt, schon reinzugehen und bist dann doch noch eine Runde gefahren? Ja, in der vorletzten Kurve halt. Die Meldung kam mal, da sah noch irgendwie feucht aus. Auf welchem Platz ist Flash eigentlich aktuell? Siebter. Wir werden Scorpion leider nicht hinter uns halten können, der kommt sehr schnell angeschossen. Im Regen war er nicht so stark, da bin ich vorbeigekommen, aber jetzt im trockenen haben wir leider keine Schnitte. Sind alle auf gelb gegangen eigentlich oder gibt es jemanden auf roten? Also bei mir im Umfeld sind alle auf gelb. Vorne auch alle. Keiner weiße, keiner rote. Lost, wie läuft der Lachs? Ja, aktuell gut, noch sind wir P3. Aber Scorpion sitzt mir schon im Nacken und ist bereit, den Platz zu übernehmen. Wer ist denn dahinter, Scorpion? Ich habe halt das Gefühl, Scorpion fährt einfach nur hinter mir mit Mager und so, weißt du, um mich dann am Ende wegzusnacken. Wolle, das ist die Taktik. Ja, ich glaube, ich werde gerade einfach nur missbraucht und ausgezutschelt, wie so ein Bottas. Die Taktik bin ich in Singapur auch gefahren. Ja, ist ja auch super gut. Einfach hinterfahren, bisschen ERS sparen, bisschen DRS mitnehmen, Sprit sparen und dann am Ende nochmal schön vorbeiknallen, ne? Man muss halt ziemlich früh den Punkt erkennen, dass du normal nicht an ihm vorbeikommst und dann heißt es sparen, sparen, sparen und in der letzten Runde alles so raushauen und so ranfahren vorher. Der benutzt mich hier nur als Spritflittchen oder so. Liegt schön hinter mir ein bisschen Windschatten, DRS, sammelt seinen Sprit und sein ERS ein und gleich knallt er vorbei. Wer ist eigentlich Erster? Till. Wäre die schnellste Runde, Flash, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, dann ist Till beim nächsten Mal im Williams, ne? Da brauchst du ja nicht groß rumrechnen. Erstes Rennen, maximale Ausbeute bis auf den einen. Flash durch seinen Platz geht unter die 25. Nö, der ist nächstes Mal disqualifiziert, würde ich sagen. Ja, da gucken wir nochmal, aber ansonsten Williams. Der hat geschrieben, er fährt auf 60er KI. Nicht irgendwie 70, 75, 60. Und dann kannst du nicht mit 15 Sekunden Abstand Erster sein, auch nicht im Mercedes. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt holen wir uns von CDRS. Ich baue hier halt auch überhaupt kein ERS auf, ne? Naja, das wäre mir auch schwierig. Plan hat funktioniert, sehr gut. Im Regen bist du nicht losgeworden und hier kriegst du es nicht. Jetzt fährt er sogar eine Sekunde schneller als ich, der Nils. Hä? Nils ist halt richtig gebalanced, ne? Dann wäre ich ja dort vorne, wo du bist. Oder du bist falsch gebalanced. Ja, warte. Ja, ich bin ja auch ins höhere Auto gerutscht, obwohl ich ein besseres Rennen gefahren bin. Insofern, grundsätzlich bin ich ja eher im Alpha Tauri. Ach, Scorpion kommt wieder ran. Okay, ich rutsche mit dem Ergebnis nicht aus dem Haas raus fürs nächste Mal, ey, dann laufe ich amok. Ich glaube halt, dass Scorpion tatsächlich jetzt extra bis zur letzten Runde sich da ansammelt. Und uns jetzt gleich in der letzten Runde snackt. Für die Fans, Walle, für die Fans. Man könnte so Next Level Games machen, ihn vorbeilassen dann, um DRS zu snacken. Marco, jetzt nochmal so einen schönen Dreher. Komm. Fahrer hinter mir! Der Abstand.
Abstand zum Hintermann beträgt 1,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,9. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 3,0. Fuck. Ja, 3 Sekunden Zeitstrafe, deswegen bleibt er hinter mir. Jungs, wenn wir den Platz halten, dann sind wir P3. KI falsch eingestellt. Das im Regenrennen hier in China, Alter, das wäre richtig GG. Würde mich jetzt mal interessieren, ob die KI mit dem Haas besser klarkommt als ich. Das sieht nicht schlecht aus hier. Jetzt wissen wir auch, warum er hinter mir bleibt. Er nimmt einfach hier ein bisschen was noch Windschatten, fährt entspannt, weil er weiß, er kann eh nach hinten nichts verlieren und vorne nichts gewinnen. Bitte. Niesen während des Rennens, schrecklich. Ach. Letzte Runde. Gelbe Flagge. Was für gelbe Flagge? Ist da jetzt noch einer rausgedreht aus? Ich würde Marco gerne noch abräumen, bevor wir im Ziel sind. Komm, jetzt noch ein Safety Car. No! 3,4 Sekunden noch hinter mir. Absolut einsames Rennen hier, seitdem es trocken ist. Ja. Ganz wirklich. Undankbar, unangenehm. Ich bin vor allem sehr froh, dass wir heile durch den Regen gekommen sind. Ohne Dreher. Das war wirklich heikel, aber super durchgekommen. Das freut mich. Und es ist auch nur Techro raus und der hatte Probleme mit seinem Pedal. Ich glaube, es ist also das erste Rennen, wo tatsächlich keiner sich rausgeballert hat oder spinallert hat oder sonst was. Und kein Safety Car. Und wir holen hier mein bisher bestes Ergebnis mit P3. Sehr schön, Mann. Sehr, sehr schön. Und Flash zum ersten Mal tatsächlich in der Geschichte des WallyGP nicht auf der 1, sondern auf der 5. Ich glaube aber auch, er hat jetzt nicht mehr gepusht am Ende, weil er ist nicht näher gekommen. Obwohl er eigentlich lockere 2 Sekunden schneller ist, also pro Runde wahrscheinlich. Gehen wir mal in den Besprechungschannel. Hallo, ich bin da. Ja, immer Top 10, Junge, Top 10. Ja, ich darf nicht so mitfahren. Großartig. Walle, du musst die Leute auch erstmal ihr Rennen zu Ende fahren lassen und nicht. Ist doch Checker Fleck. Wir sind alle fertig. Perry, du bist der Fahrer des Tages. Ich bin von 20 auf 12 gefahren, Scan. Ja, der hat aber mehr gemacht als du. Ja, du bist ja nur mit Schützenhilfe bist du auf 12 gefahren. Ach, nur weil du nicht Auto fahren kannst. Nur mit Schützenhilfe. Nur mit Schützenhilfe. Nur weil du dich weg. Mein erstes Podium im Walle GP. Ein starker dritter Platz, mit dem ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Geil, Mann. Best. Also man muss sagen, im Vergleich zu den Open Lobbys gestern, das ist sehr wenig bei den Strafen. Aber an der Strecke auch. Scorpion, du hast nur nicht gepusht, weil du eine Zeitstrafe hattest, oder? Doch, eigentlich schon, aber ich hatte halt das ausgewogene Setup, sonst wäre ich... Ich hatte auch ausgewogen. Aber ich dachte halt, ich habe halt gedacht, warum überholt er nicht? Ich habe gedacht, du sparst ERS und Sprit, um am Ende dann vorbeizuziehen. Dann habe ich gehört, dass 3 Sekunden Strafe und dann dachte ich wahrscheinlich deswegen. Nee, eigentlich nicht, aber ich habe es nicht geschafft. Das höre ich natürlich gerne. Im Regen war ich schon schneller als du, aber als dann trocken wurde, bist du echt wieder rangekommen, ey. Alter, da Regen haben ist die Reifen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, glaube ich. Ich glaube, ich hatte 70% hinten oder so. War wieder toll, wie immer. Vor der ersten Kurve einer hinten reingeballert, mich vorne draufgeschoben, mein Flügel kaputt. Nächste Kurve direkt von Laron rausgeschossen, von 12 auf 20 oder so, da hast du schon direkt wieder Spaß. Aber ich glaube, an der BOP müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, die FIA-Untersuchung läuft im Hintergrund. Es ist tatsächlich 10% ich, 90% Auto, das Teil. Ja, dafür ist schon ein bisschen sehr gut. Wir hatten schon schlechtere. Aber wir untersuchen das mal abseits vom Stream, dann, was da los gewesen ist.
eines der saubersten Rennen insofern, dass keiner disqualified hat. Es gab kein Safety Car, obwohl es an war. Also auch strafenmäßig ja, ziemlich wenig. Dafür war es jetzt wirklich krass. Ich glaube, das hat aber auch wirklich mit der Strecke zu tun, dass wenig Strafen. Ja, gut, da ist natürlich auch Platz. Ja, ja. Viel länger hätte der Regen aber auch nicht mehr sein dürfen. Die Intermediates waren ziemlich durch irgendwann. Ja, haben wahrscheinlich alle gehofft, dass es bald vorbei ist, ne? Weil zweimal Inters willst du ja auch nicht. Aber ich wäre in der Runde, der Flash hat es gemacht. Der Rallye ist auch zweimal Inters gefahren. Der Flash hat einen ganzen Stopp mehr gemacht als wir alle. Okay. Ja, der Ordinator hat sich zweimal. War aber ja anscheinend der falsche Call dann. Wie kann man sich bewerben? Auch so wie immer, einfach über Discord eine Nachricht schreiben. Ich ist zwar noch nichts fest jetzt, weil ich nicht weiß, wie es ist. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was wir davor haben oder so. Ansonsten natürlich nächsten Samstag Rennen Nummer 5 in Sandford, glaube ich, ne? Da wird es sicherlich die ein oder andere Bewerbung geben. Ja, Holland, Niederlande. Ein bisschen Spaß muss sein. Super schöne Strecke. Und ja, bin ich mal gespannt. Also wenn ihr euch da bewerben wollt, schreibt dann über Discord. Die Top 10 kriegt natürlich Nachrichten. Die sind ja erstmal wieder safe. Perry auch ein super starkes Rennen. Im Haas von der 16 auf die 7. Muss ich auch nochmal hier sagen, nicht schlecht, Mann. Ja, vor allem im Haas, so viele Plätze zu holen. Aber aus meiner Perspektive, da wo ich unterwegs war, muss ich sagen, also allen danke für ein sauberes Rennen. Hat Spaß gemacht. Wie kam es zu der aktuellen Fahrtsituation? Hankas ist richtig intrigued, ob das jetzt ein Dauerzustand ist. Kacke aus, ja, da sehe ich mich doch. Weißt du, das gab ist vorhin die, eine Umfrage, die hat das so. Das ist die Auswahl, die bei der Umfrage gefehlt hat vorhin. Und trotzdem kam das dabei raus. Ich sehe schon, komm, Annika steht morgen in der Tür mit dem Rasierer und in der rechten Hand und der linken Hand die Tasche. Also, super geiles Rennen, hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass es so sauber funktioniert hat. Und mein bisher stärkstes Ergebnis im Valle GP und mein erstes Podium, P3. Da bin ich super glücklich mit. Wer hat gewonnen? Till, der eine Neuling, hat gewonnen im Mercedes. Aber das Ergebnis ist noch in der Rennleitung bei den Rennstewards noch in der Untersuchung. Neuling, der sich mit 60er KI bewirbt und dann plötzlich nach dem Rennen feststellt, dass er vergessen hat, dass er plötzlich auf 90 fährt. Bisschen schwierig. Grider war mit dem Alpha auf der 2. Der wäre dann erster, falls es einen Disqualify gibt. Schönen Abend euch. Danke für alles. Danke. Tschüss.